Dagi ist ein zweijähriger Boxer-Pitbull-Mischling. Er kam zu uns ins Tierheim, da er hier in Solingen ausgesetzt worden ist. Er zeigt sich hier als ein sehr lieber, menschenbezogener, verspielter junger Hund. Er liebt es absolut, im Wasser zu planschen und mit dem Bällchen zu spielen. Und mit anderen Hunden kommt er auch hervorragend zurecht. Rassetypischerweise fällt er ja leider unter das Landeshundegesetz, unter die sogenannten Anlagehunde und hat somit zurzeit noch Leinen- und Maulkorbzwang. Das heißt, Leute, die einen solchen Hund übernehmen wollen, die brauchen halt die nötigen Grundvoraussetzungen. Das heißt, ein polizeiliches Führungszeugnis, einen Sachkundennachweis sowie die entsprechende Haltererlaubnis. Das sind unsere Wildlinge, also ehemaligen Wildlinge. Die sind teilweise wild draußen geboren worden, die Schwarz-Weißen. Die Getigerten sind mit ihrer Mutter zusammen hier angekommen. Wir wünschen uns für die Kleinen eine Familie, möglichst mit Freigang. Das heißt, dass die Katzen auch nach draußen können und schon draußen die Natur genießen können, weil nur in der Wohnung wäre für die Zwerge nichts. Generell entweder zu zweit oder zu einer bereits vorhandenen Katze kommen, da die sozialen Kontakte für die Kleinen natürlich absolut und wichtig sind. Nach viel Mühe und Arbeit und Zeit, die wir und unsere Katzenkuschler da reingesteckt haben, sind sie mittlerweile so weit, dass man sie anfassen kann. Aber sie sind halt immer noch nicht so, dass sie auf den Arm wollen. Insgesamt haben 11 Chinchillas zurzeit. Die kamen zu uns durch eine Sicherstellung des Veterinäramts. Die Mila, das kleine Chinchilla, das ist hier geboren worden. Die sind mittlerweile seit über 3 Monaten bei uns. Für die Chinchillas ein entsprechendes Zuhause mit einem schönen großen Käfig bei Leuten, die auch wissen, dass Chinchilla nicht in ein Kinderzimmer gehören, da sie nachtaktive Tiere sind und somit den Schlaf der Kinder stören würden. Thank you.